Ja, sei gegrüßt zurück zu Life is Strange Mobile. Ja, wir sind jetzt hier wieder bei Chloe im Zimmer. Wir haben ja das Werkzeug geholt, die Kamera ist ja kaputt gegangen, die geliebte Kamera von Max. Und ja, jetzt sind wir halt am Schreibtisch und können halt die Klammer halt wieder heile machen. Hier im Zimmer haben wir uns halt schon umgesehen, eigentlich im ganzen Haus haben wir uns umgesehen. Ja, dann wollen wir mal. Also die Eltern sind auch nicht da. Mal sehen, was da noch so kommt. Ich mach erstmal Heile. Also reparieren, deswegen steht er ja wo, Werkzeuge. Ja, wollen wir mal. Jetzt macht sie das da. Alles wie Heile? Ja, sie kennt sich wahrscheinlich aus, also ordentlich. Guck mal, was sie da macht. Dieses Uhrmacher-Werkzeug ist das ja eigentlich, ne? Ne, dieses kleine, präzise. Und so eine Kamera ist halt dann auch ganz schön. Ja, aber so wie es aussieht, scheint das nicht so funktionieren. I can't fix this thing. Das ist scheiße. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Booyah, you skank. Karma's a bitch. Nice framing, too. Das war der Foto, was wir gemacht haben. I've seen this Um sie zu no triggern, so way. ein bisschen. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Ja, Wahrheit. Also, sie hat ja jetzt gefragt, weil wegen dem Klo, ne? Wir waren ja auch im Klo, hat sie jetzt mitgekriegt. Wir erzählen ihr die Wahrheit, ne? Schließlich war es ja mal die beste Freundin, deswegen. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Gar nicht. Sie hat ja überhaupt gar nicht gewusst, wer das ist. Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Ein wenig, ja. Also es ging halt um Drogen, das wissen wir. Und ja, gut. Ein wenig. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, Genau. but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Nein. No, I didn't know what to do. I don't blame you. That's some intense shit. Maybe I should go to the principal. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Ja, wirklich. Ich hab's wirklich niemand gesagt. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Ich habe erst gedacht, dass dass sie das auf dem Parkplatz sagt. Diesen, wie heißt der, Varin? Aber irgendwie hat sie das doch nicht, ne? Komischerweise. Know it was your birthday last month. Oh, sie hat ja Geburtstag? Ja, stimmt, das erklärt auch die SMS, die kamen auf ihr Smartphone. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so Oh, cool das ist you aber remembered nett. my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that phony white ass. Or take my picture with your new camera. Kann das Foto machen, Foto machen. Hat sie auf jeden Fall da. Oh, und sie raucht weiter. Okay, gut, dann, nee, merkwürdig kann es wirklich nicht werden. Wir schauen mal. Chloe, Foto machen. Die neue Kamera, nice. Bam, Junge. Und kurz schütteln, was eigentlich überhaupt gar nicht notwendig ist. Aber man macht's trotzdem, wenn die. This song fucking Oder rules. hat man so gemacht. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, man. Noch ein bisschen eingerostet, was Tanzen betrifft. Yo, turn
in that punk shit. Dude, the music's not even on! Asshole. Ah, das ist der Stieftüdel, ne? Oh, no fucking way. Ah, scheiße, stimmt. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Oh ja, oh ja. Warte. Chloe, jetzt halt die Kamera. I'm coming. Moment. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Stecken. Just let me in. I'm not a kid anymore. I can't hide under the bed. Ich kann mir die Haare. Warte. Irgendwo hin. Hier im Schrank, genau. Wer, ich soll mich verstecken? Oh, fuck. Da kann ich mich nicht verstecken. Scheiße. Ah, scheiße, Mann. Ich hab nicht gefunden, da war nichts. Why is she here? None of your business. I don't like strangers here. Stop freaking. She's not a stranger. This is my friend. Great. Another one of your friends. I ordered you to never go through my files. You obviously have. I didn't touch your files, David. I could care less about your files. You care about starting shit, Chloe, and it's getting old. Oh, man. Jetzt riecht er das? One of my guns is missing. Did you take it? Oh, God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait. Is that grass? You been token up again in here? Oh, yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. It's not my pot. It's from Max. What? Is this true? Yeah. Yeah, na klar. Mann, das ist eine Freundin. Ja, auch wenn die ein bisschen krass so drauf ist. Drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. Was hat mit der Schule zu tun? Überhaupt gar nicht. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. Genau so ist es. Soldier, oh, fuck, Max, ey. If I see you here again, you'll learn all about real trouble. Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hickhole. Oh man, okay. That did not go well for me. Nee, lief wirklich nicht so gut für mich. Scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. I have to think about my own future. Dann war das also falsch? Ich kann das wirklich? Nein, warum? Oder? Ich weiß nicht, macht man das unter beste Freunde so? Ja, na klar, logisch. Aber ich weiß ja nicht, wann wir Chloes Zimmer verlassen? Durch Fenster? Was ist das denn? Chloe, kann ich nochmal schnacken mit dir? Nee, ne? Hallo? Da geht gar nichts, okay. Zeig mir bloß an, das ist Chloe, okay. Ja, gut. Ja, verstecken, das war irgendwie nicht so der Hit. Aber hätte ich mich versteckt und er mich nicht gefunden, dann hätte er gedacht oder gesagt, dass das Gras von ihr ist. Und so haben wir die Schuld auf uns genommen. War wahrscheinlich falsch, ja. Weil wir ja auf der Akademie sind und sie nicht. Man, David is scary. He could hurt my Blackwell scholarship. I still feel weak, but I could change that. Naja, wird schon alles gut gehen, denke ich mal. Hoffe ich auf jeden Fall. Na gut, dann verlassen wir das Zimmer und dann ist gut. So. Alles klar. Alles klar. Naja. Mal sehen, was jetzt passiert. Das war, ja, nee, war schon eine krasse Aktion, muss ich sagen. Die Kamera ging halt nicht heile, aber jetzt haben wir halt eine neue bekommen. Eigentlich geil. Ein Foto von ihr haben wir auch. Ob es uns sie bringt, weiß ich nicht. Naja. es wird, denke ich mal, aber wieder eine richtig gute Freundschaft, hoffe ich jedenfalls. Da sind wir wieder beim Leuchtturm. Was soll das jetzt? Keine Ahnung, was das jetzt soll. Es ist nur ein Reh. Es ist kein...
ziemlich unscharf. Ach so, sie geht jetzt einfach wieder zum Leuchtturm. Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke. Hold on. Okay, ja, gut, wir sind jetzt raus. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Da, wegen dem Albtraum. In der Schule, im Unterricht. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Genauso ist es nämlich. Da haben wir nämlich, ja gut, hier das Schild. Ja, Leuchtturm steht drauf. Ja, hier sind wir beim letzten Mal auch hoch, aber... Oh, was ist das? Moment, muss ich mal kurz reingucken. Ach ja, stimmt, der wurde... Oh, scheiße. Warte mal, ich kann mal gucken. Ich glaube, hier geht los, ne? 7.10. Ist das derselbe Tag immer noch, ja? Okay. Erda Metz, dein Ritter in strahlender Rüstung hier. Ich weiß, du sorgst dich um mich. So sieht er jetzt aus, mit blauem Auge. Okay, ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an. Versprochen. Sie nennt ihn Kay, ne? Kay? Nee. Achso, das ist einfach nur Kay? Gut. Kein Plan. Du musst noch dein großes Geheimnis erzählen. Kek. Okay. Ach so, ja, gut. Sie wollte es erzählen, aber hat sie es nicht. Gut. Und, ja, da sind wir nun, weil ich mal erzählen wollte. Ich muss nämlich auch zurückgehen. Ich weiß gar nicht, habe ich es erzählt? Ich muss hier in dem Spiel auch zurückgehen, indem ich, weil hier keine Zurücktaste gibt, muss ich halt hier, einmal rüberwischen und die Navigationsleiste rausholen. Mir juckt die Nase übelst, ey, geht gar nicht. Na gut, jetzt hat er die Seite geblättert. Wollte ich aber gar nicht. Und dann auf die Zurücktaste gehen, halt hier oben, ne? Deswegen habe ich oben auch die Statusleiste ein bisschen leer gemacht. Damit man nicht unbedingt alles sieht hier in dem Spiel. Gut, hier haben wir die Karte. Jetzt können wir da endlich rauf gucken. Konnten wir ja beim letzten Mal nicht. Anfang des Let's Plays. Gucken wir mal rauf. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort, so we'd always be able to find each other in case of emergency. Oh, das ist aber denn wenn dann eine ganze Weile her, muss ich sagen. Die 4 da hinten ist wahrscheinlich die Schule, glaube ich. Wir sind jetzt... Wir sind hier gar nicht. Genau, und hier die Markierung da, mit dem Totenkopf, ist wahrscheinlich das Baumhaus. Sieht aus wie so ein Zeltlager da hinten. Okay. Na gut, ist alles beschriftet, ne, aber kann man halt nicht lesen, weil... Okay, gut. Einmal zurück. Haben wir uns angesehen, weiter geht's. Sie sitzt jetzt auf der Bank. Der Leuchtturm, der ist noch heile und kein Boot ist da rein. Und auch kein Tornado ist hier am Start. Warte mal, wenn es so danach geht, dann müsste der Leuchtturm ganz links auf der Karte sein. Aber ich glaube, da war kein Leuchtturm, ne? Weil, guck mal, die ist ja da, die Stadt. Und wir haben die vom See. Ist das ein See, ein Ozean? Ich weiß nicht genau. haben wir den wow, gesehen. Sir. Also muss der Leuchtturm hier auf der linken so Seite sein. Be able to find each other in case of emergency. Nee, also ist klar. Also kann man halt nicht erkennen, da ist der Leuchtturm gar nicht mehr markiert. Okay, gut, dann wollen wir erstmal auf die Bank. Mal sehen, was da jetzt passiert. So. Ja, eine alte Freundschaft, die endlich wieder zueinander gefunden hat. Sprechen? Setzen wir uns damit hin? Ja. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. Pflanz dich hin. Bist du gelaunt? You're in a good mood. Seeing my stepdork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Ja, würde ich aber auch nicht, ey. Guck mal, sie ist ja, sag mal, so eine Art, ja, typischer Teenager, denke ich mal. Und, er ist so ein Security-Typ, so ein Wachmann, weißt du? Da, ne, denkt er schon, dass er irgendwie so mehr oder weniger Bulle ist. Und alles, was irgendwie nicht rechtens ist, ist natürlich scheiße, ne? So, laute Musik zum Beispiel wegen Ruhestörung. Das Kiffen ist natürlich auch illegal und so weiter alles. Ist natürlich
ja, ein Dorn im Auge für ihn. Da kann ich ihn auch ein bisschen verstehen. Ja, aber sie ist halt noch in der Jugend. Lass sie doch ihre Jugend leben, würde ich so sagen. So, er hat Kate blöd angemacht. Ich hätte ein Foto machen sollen? Er hat Kate blöd angemacht. Ich weiß nicht, ob sie Kate kennt, aber sie war ja auch mal auf der Schule. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? In die Akten? Ja. Soll ich dir das sagen? Aber ich weiß nicht, wie es ankommt. Aber ist ja egal. Ihr kann ja auch scheißegal sein, oder? Well, yeah. I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh. Other Blackwell students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it! He's so hella fucking paranoid! I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Was ist Nathans Geheimnis? Also, weil die haben sich ja gestritten auf der Toilette. Das muss ja jetzt, wo das, sag ich mal, auf ist, offen ist, sollte sie mir das, denke ich mal, sagen. What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Ja, dass sie verschuldet ist, wissen wir. Wir haben ja, also erstens, sie hat einen Strafzettel, die sie hat. Und zweitens hat sie ja noch die Reparaturrechnung ja, von der Werkstatt nicht bezahlt und so. Naja. Wir gehen mal nicht weiter auf Nathan ein. Ich weiß nicht, wie viel? Vielleicht können wir ihr helfen oder so, ich weiß es nicht. How much do you owe? 3 grand plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan. Ach so, es geht jetzt nur um Nathan. Also sie hat Schulden bei Nathan. Darum geht's. I can't believe this. Okay. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Das ist so krank, Alter. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Herr Bullen oder nicht? Ich weiß nicht, man. Ey, wir wollten früher auch nicht, dass man die Bullen ruft immer wieder. Deswegen, keine Ahnung. Erstens sollte es ja auch ein Abenteuer sein, so. Mehr oder weniger, ja. Also, das ist ja ein Spiel. Stell dir vor, wir würden jetzt die Polizei informieren und dann regelt ihr das alles. Und dann ist das Spiel zu Ende. Ist ja auch irgendwie eine Scheiße. Also, das ist so ein bisschen der Hintergedanke. Deswegen, lass mal die Polizei mal da ein bisschen raus. Vielleicht holen sie noch den Stiefdödel oder so. Na gut, er ist immer noch gefährlich. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Good thing you didn't tell anyone. Nathan Prescott better watch his back now. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. Ist das jetzt ein Ladebildschirm oder was soll das? Also sieht so aus, weil dieser komische gelbe Rand da schon wieder ist. Ich weiß nicht, wo der herkommt. This is Destiny. I hope we can find Rachel. I miss her, Max.
Ja, was mit ihr passiert, das ist auch die Frage. Wir wissen immer noch nicht, ja gut, wer sie ist, wissen wir ja mittlerweile. Aber... Like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Scheiße, was nu? Oh fuck. Ich weiß nicht, irgendwelche Nachwirkungen oder so? Vielleicht hat sie es übertrieben mit die ganze Zeitreisen-Sache. Keine Ahnung, weil, wenn wir, sag mal, wie sagt man, am Ende angekommen waren, denn. Hat sie sich ja auch immer so kacke gefühlt, so. Also, dann sah man das irgendwie so am Bild, dass das so leicht verschwommen immer wurde und so. Als wenn, ne, also, bis zum Limit. Und, ja, keine Ahnung, wie ich es das erklären soll. Aber, ja, das Denkmal, das hat so seine Auswirkung. Naja, gut, für hier ist erstmal Schluss aus der Folge. Ich danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Das lasse ich noch mit drin. Why am I here again? Sie ist wieder zurück. Also in der Vision, glaube ich, ne? Gut, wir übernehmen wieder die Steuerung. Und in der nächsten Folge geht's einfach weiter. I have to find out. Bis dahin, ciao.